Und nun geht's los. Ein erstes Beispiel für die überragende Vorhand der Weltranglisten-Ersten. Nach wie vor ist diese Vorhand gefürchtet. S'il vous plaît, merci, dans les tribunes là-haut. Da gibt es nun einige Unruhe, weil offenbar ein amerikanischer Fernsehreporter sehr lautstark die Niederlage von Monica Seles in die Heimat überträgt. Also beim Seitenwechsel wird man sich darum kümmern. Es ist überall deutlich zu hören, was der Kollege aus den USA zu melden hat. Erster Punkt für die Kroatin. 40-15. Deuxième service. Mademoiselle Graf. Premier jeu. Ohne Probleme gewinnt Steffi Graf das erste Spiel dieser Partie. Da haben wir heute, um das zu rekapitulieren, zwei herausragende Damenmatches gesehen im Viertelfinale von Paris. Das 3-Stunden-Match von Arantxa Sánchez Vicario mit dem 10:8 Sieg im dritten Satz über Karina Habsudova und der 7:6, 6:3 von Jana Novotna gegen die Co-Nummer 1 Monica Seles. Steffi Graf wieder einmal im Viertelfinale von Paris, die Titelverteidigerin. Man muss schon lange zurückblättern, um nachzulesen, wann sie zuletzt in dieser Runde ausgeschieden ist. Das war 1986. Damals war sie 16 Jahre alt und unterlag seinerzeit dem heutigen Coach der Jana Novotna, nämlich Hanna Mandlikova. Sie ist hier die große Favoritin gegen Iva Majoli, die Bilanz 5:0. Zuletzt trafen sich die beiden im Halbfinale von Berlin vor ein paar Wochen. Dort gewann Steffi Graf mit 7:5 und 6:1. Premier service.
Mutter Heidi und der Coach Heinz Günthert wie immer sehr okay bei den ganz wichtigen Turnieren an der Seite. Erster Doppelfehler von Iva Majoli. Beifall vom Teamchef des Deutschen Tennisbundes, rechts Klaus Hofsitz, links der Physiotherapeut Uwe Kapellmann. 15:40. Steffis Bruder Michael. Égalité. Noch haben beide den Rhythmus nicht gefunden. Doppelfehler Nummer 2 von Iva Majoli. Egalität. So ganz sicher war sich der Steffi Graf nicht, ob der Ball im Aus war. Eine kurze Runde, aber kein Protest. Avantage, Herr Graf. Auch bei diesem Doppelfehler muss man wohl sagen, dass Iva Majoli riskant servieren will, um die krachenden Returns der Steffi Graf zu vermeiden. Schön, Mademoiselle Graf. Und da ist es genauso eingetreten, wie es sich Steffi Graf vorstellt. Zweiter Aufschlag. Majoli, dann der Return und der Fehler der Kroatin. 2:0 Führung nach 9 Spielminuten für die Weltranglisten Erste aus Brühl.
Da geht ins Aus. Rechts im Bild der Vater von Goran Ivanišević. Er ist der Vizepräsident des kroatischen Tennisverbandes. Erstes Ass der Steffi Graf. Man hat die Geschwindigkeiten gemessen und da steht Steffi Graf in der Rangliste auf Platz Nummer 3 zurzeit mit 168 km/h. In dieser Rangliste führt die Österreicherin Melanie Schnell, deren Service mit 178 Kilometer pro Stunde gemessen worden ist. Steffi Graf hier mit Übersicht, geht der Vorhand nach. 40-15. Auf der Linie. Ein blitzsauberes Aufschlagspiel der Weltranglisten Ersten. Man muss sich einmal vorstellen, Steffi Graf wird in 10 Tagen erst 27 Jahre alt und sie ist schon zum 14. Male hier am Start im Start Roland Garros. Viermal Siegerin. Den ersten großen Titel gewann sie hier 1987 in einem denkwürdigen Finale gegen Martina Navratilova. Seit dieser Zeit entweder Titelhalterin oder im Finale oder zumindest im Semifinale. Also eine brillante Bilanz bei diesem Turnier. Die Statistik verzeichnet bei ihr 18 Grand-Slam-Siege. Der Cour Suzanne Lenglen wiederum mit schätzungsweise 7000 Menschen gefüllt. Darunter auch Nick Bollettieri, bei dem Iva Maioli sich verbessert hat. Als sie 12 Jahre alt war, kam sie nach Bradenton in die Bollettieri Tennisakademie. Deswegen wohl auch der Vergleich oder die Parallele zu Monika Seles. Die beiden Spielerinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Da heißt es dann immer sofort, Iva Maioli ist Monika Nummer 2, aber da gibt es doch große Unterschiede. Und hier sehen wir eine schwarze Rauchwolke aus dem Bois de Boulogne kommen. Steffi Graf hat als erste ihre Sicherheit gefunden, vor allem bei der Vorhand. Da kam sie noch einmal. Wiederum 0,40. Es sollte der vierte Versuch werden, direkt mit der Vorhand zu punkten. Es blieb bei dem Versuch. Oh.
Match, Mademoiselle Graf. Die Vorhand der Deutschen kann Iva Majoli nicht kontrollieren. 4:0 Führung für die Weltranglistenerste. Ja, als Steffi ein bisschen gezögert, der Ruf der Linienrichterin kam sehr spät. War ein sehr schönes Duell dieser unterschnittenen Rückhand von Steffi Graf mit den beidhändigen Rückhandbällen von Iva Majoli. Glück für die Kroatin. Gut. Der Linienrichter war stumm geblieben an Lasser. Die Schiedsrichterin hat die Entscheidung getroffen. Ball im Aus, der erste Aufschlag, also nun zweiter Aufschlag, Graf. Avantage in Majoli. Breakball. Chère Mademoiselle Majoli. Graf mène par 4 jeux à 1. Erstes Spiel gewinnen für Iva Majoli. Bis dato ging das Ganze im Blitzverfahren, erst 19 Minuten gespielt. Und trotz dieses Aufschlagverlustes macht Steffi Graf einen sehr selbstsicheren, souveränen Eindruck. Hat hier auch in den ersten Runden keine Probleme gehabt, weder mit Larissa Neiland aus Lettland noch mit Nicole Bratke aus Australien oder Peter Langrova aus der Tschechischen Republik. Erst Mary Jo Fernandes verlangte ihr vorgestern im zweiten Satz einiges ab. Da musste Steffi Graf in den Tiebreak, gewann ihn dann. Das Match insgesamt mit 6-1. Reprise. 7-6.
Liva Majoli hatte einen schwereren Weg. Große Probleme, vor allem in der dritten Runde mit der Französin Sandrine Testud. Da musste die Kroatin 3 Sätze spielen, ehe sie mit 4:6, 7:5 und 6:4 erfolgreich war. Auch da bin ich mir nicht sicher. Steffi Graf bittet die Schiedsrichterin, den Abdruck zu überprüfen. Jetzt gibt es eine kleine Diskussion darüber, was war denn der richtige Ball? Von hier aus nicht zu beurteilen, also glauben wir Schieds- und Linienrichterin 40-0 Majoli. Der war nun deutlich im Aus und somit bringt Iva Majoli ihr Service zum ersten Mal durch, verkürzt auf 2:4. Das ist im Fernsehen nicht immer zu erkennen, mit welchem Tempo die jungen Damen spielen. Again.
Mademoiselle Graf. Ballnerbrammassor, s'il vous plaît. Wieder ein Fehler von Iva Maioli und Steffi Graf führt im ersten Satz mit 5-2. Das Bild wie vorhin, Steffi Graf ohne Probleme in dieser ersten halben Stunde des ersten Satzes, 5-2 Führung. Sie ist wie immer die Erste auf dem Platz. Hier kann es gar nicht schnell genug gehen. Iva Maioli serviert mit 9 Bällen. Gut gekontert von der Kroatin. Das ist das Risiko, das man eingeht, wenn man so die Rückhand umläuft. Der Vorhandschuss war äußerst hart, aber die Kroatin kam gerade noch ran. Wenn der Ball zurückkommt, dann ist es ein Punkt. Noch ein sehr guter Ball von Iva Maioli. Und das erste Ass bei insgesamt 4 Doppelfehlern. Die Kroatin verkürzt auf 3-5. Drei Satzbälle für Steffi Graf. Der Aufschlag ist da, die Vorhand ist da. Eine überzeugende Vorstellung in der ersten halben Stunde. Steffi Graf gewinnt den ersten Satz mit 6-3. Es ist kurz vor 5, meine Damen und Herren. Wir fahren fort gleich mit Nachrichten der Heute-Redaktion. French Open aus Roland Garros. Weltklasse-Tennis im ZDF. Präsentiert von Sebamed, der medizinischen Hautpflege. Verkürzt also in Sätzen auf 1-2 und das die Ergebnisse des Tages. Kafelnikow, erster Spieler im Halbfinale, 4-Satz-Sieg über Krajicek. Dann das lange Match von Arantxa Sanchez Vicario gegen Karina Habsudova, 10-8 im dritten Satz. Und die Überraschung des Tages,
Jana Novotná aus der Tschechischen Republik gegen Monika Seles 7-6, 6-3, die Co-Nummer 1 ausgeschieden. Die andere Co-Nummer 1 hat keine Probleme bis dato. 6-3, 1-0 der Spielstand hier auf Cour Suzanne Lenglen und die deutsche Steffi Graf schlägt auf. Premier service. Mademoiselle Graf. Wieder hat Steffi Graf das Tempo angezogen, macht das zweite Spiel im zweiten Satz. Man kennt sie ja als sehr selbstkritische Spielerin. Mit einem Schlag wird sie heute zufrieden sein, dass der Service eine hohe Zahl an ersten Aufschlägen im Feld. Bleibt abzuwarten, ob Iva Maioli in der Lage sein wird, dieses Tempo mitzugehen. Das sieht man oft, dass eben Spielerinnen sich an der Grundlinie sehr gut bewegen, aber wenn es nach vorne geht, doch ihre Mühe haben. Überpowered. So viel Tempo wäre nicht nötig gewesen. Die Vorhandseite der Steffi Graf war offen. Dann der Fehler von Iva Maioli. Erneut Break-Möglichkeit für die Deutschen. Tschüss.
Monsieur Mademoiselle Graf. Der Slice ist effektiv, da müssen die Beidhänder tief herunter. Und da gibt es eine Verwarnung für Iva Maioli. Sie hat nämlich aus Verärgerung den Schläger weggeworfen. Die Schiedsrichterin Anne Lasserre ist da unerbittlich. Gibt gleich eine Verwarnung. Code Violation heißt das. Abuse of Racket, also Missbrauch des Schlägers. Zweites Break nacheinander gegen Iva Maioli. Sie ist augenscheinlich ratlos gegen diese Steffi Graf in der Form. 3:6, 0:3. Das ist der Spielstand aus dem Blickwinkel der Kroatin. Vor 3 Jahren haben sich die beiden hier gegenübergestanden. Das war damals ein ganz anderes Bild. In der Runde der letzten 16, also im Achtelfinale, da war Iva 15 mit ganz langen, dünnen Beinchen und machte ein sehr gutes Match gegen Steffi Graf. Unterlag damals, muss man sagen, nur 4:6, 6:7. Jetzt hat sie körperlich einen Schuss gemacht und sich vor allem im letzten halben Jahr enorm verbessert. Auf Platz 4 in die Weltrangliste vorgestoßen. Beziehungsweise in der Weltrangliste vorgestoßen. Allerdings der Abstand zu Steffi Graf wohl noch zu groß. Schon bei dem ersten Ball war Steffi im Zweifel. Da hatte Iva Maioli zweimal gute Länge in ihren Schlägen. Ass Nummer 4, diesmal nicht besonders hart, sondern exakt platziert. Sowas kommt dann noch hinzu, zu allem Unglück. Da trifft man den Ball nicht richtig, in diesem Falle mit dem Rahmen. Diesmal spielte Iva Maioli den Ball im Vorlaufen ins Feld. Smash gegen die Sonne. Aber sie stand nicht richtig unter dem Ball. Zero 30.
0,40. Die Doppelfehler 5 und 6. Und ich bin sicher, der Teamchef des Deutschen Tennisbundes, Klaus Hochrisch, hat keinerlei Sorge. Erst 7 Punkte hat Ivan Majoli im zweiten Satz gemacht. Deuxième service. Avantage, Zell Graf. Also, wenn sich Ivan Majoli an ihrem Landsmann Goran Ivanisevic orientiert, dann hat sie heute wohl mal den schlechten Goran erwischt. Steffi Graf momentan auch nicht 100% bei der Sache, lässt 4 Breakmöglichkeiten aus, führt aber im zweiten Satz immer noch deutlich mit 4:1. Papa sagt noch 2 unterschiedliche Minen. Hier okay. Die Statistik der ersten Aufschläge, 62% hat Steffi Graf ins Feld gebracht, mehr als ihre Gegnerin. Und wenn sie so serviert wie in der ersten Dreiviertelstunde dieser Partie, dann verlässt sie den Platz Suzanne Lenglen als klare Siegerin. 15-0.
Cher Mademoiselle Graf. Herr Graf, mein Barcelon Giselle. 1-0 Spiel. Mit 4 ersten Aufschlägen im Feld. 5-1 das Ergebnis des zweiten Satzes. Und das ist der Netzrichter. Zum ersten Mal haben sie in Paris eine Schutzbrille. Sehr gut. Doppelfehler Nummer 7. Verhaltene Aufmunterung für Iva Maioli. Es muss schon ein Wunder eintreten, wenn sie das Match noch rumreißen will. Netzroller und 3 Matchbälle für Steffi Graf. Nee, der war drin. Ich bin sicher, dass der gut war. Und Iva Maioli gibt den Ball gut. Also ein klarer, ein überzeugender Sieg der Weltranglisten-Ersten oder Co-Ersten Steffi Graf im Viertelfinale von Paris mit 6-3, 6-1 über die Kroatin Iva Maioli. Sie steht also wieder im Halbfinale im Stade Roland Garros. Ihre Gegnerin wird heute noch ermittelt im Anschluss an diese Partie zwischen Conchita Martinez aus Spanien und Lindsay Davenport, USA. Schauen wir noch einmal hin, den Matchball. Steffi umläuft wieder ihre Rückhand und trifft dann doch noch die Linie. Also eine korrekte Entscheidung insgesamt. Überzeugende Vorstellung der Weltranglisten-Ersten, der Damen. Was macht der Weltranglisten-Erste der Herren, Pete Sampras? Und ich gebe ab an den Kurscentral, an Hermann Oletz. Ein verbissener Kampf zwischen den beiden, der nunmehr... Da horcht die Fachwelt schon immer so ein wenig auf, wenn jemand in den Tiebreak gegen sie geht. Wird Ihnen das nicht manchmal ein bisschen zu unheimlich? Ach nö, überhaupt nicht, weil es war eigentlich ein toller zweiter Satz. Und da wäre sicherlich die Möglichkeit gewesen, in den dritten Satz zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt eine riesen Überraschung gewesen wäre. Gegen Iva Maioli haben Sie bislang, also ausgenommen dieses Spiels jetzt, schon 4-mal gewonnen. Mhm. So eine Statistik, die bemüht wird, spielt sowas auch in Ihrem Kopf eine Rolle, dass Sie sagen, ach, da kann ich jetzt ganz locker rangehen oder eigentlich nicht? Wenige, weil jedes Mal ist im Grunde genommen, fängst du wieder von Neuem an. Und sie ist jemand, der sehr gefährlich sein kann, weil man einfach nicht genau weiß, was für einen Tag sie erwischt. Und heute hat sie eigentlich gerade im zweiten Satz einen sehr schlechten Tag erwischt. Ich glaube, sie hat einfach zu viel versucht und dann auch irgendwo nicht mehr das Vertrauen in ihre Schläge gehabt. Aber wir haben ja gerade in Berlin gegeneinander gespielt und da weiß ich schon, auf was sie aufpassen muss. Ja, auf was müssen Sie aufpassen? Ja, gerade sie spielen eine wahnsinnig gute Rückhand, unheimlich kross und da habe ich versucht eben ein bisschen fern zu bleiben von und das ist mir auch gut gelungen. Am Donnerstag das Halbfinale, Conchita Martinez oder Lindsay Davenport. Sie haben einen Tag Pause. Jetzt frage ich mal nicht danach, welche Gegnerin Ihnen die liebste wäre, weil es heißt ja, ab jetzt gibt es keine leichten Gegner oder Gegnerinnen mehr. Mhm. Was machen Sie in Ihrer Freizeit jetzt hier in Paris? Ja, ich habe heute Abend eine Ehrung. Ich bin zur Spielerin 1995 gewählt worden, deswegen habe ich erstmal heute Abend das Dinner vor mir. Und morgen wird es eigentlich ein ziemlich normaler Tag werden. Morgens trainieren, Behandlung bekommen und vielleicht nachmittags mal ins Kino gehen zum Abwechseln. Was für ein Film? Girls 6 würde ich gerne sehen. Spike Lee Film. Sag mir jetzt zwar weiter nichts. Mach doch nichts, ist doch egal. Man sagt, oder ich habe unlängst in einem Interview gelesen, Sie bewegen sich besonders gern in den Metropolen der Welt. Richtig, ja. Warum, weswegen?
weil ich die Möglichkeit habe, alles zu tun, was ich will. Ich liebe, in Museen zu gehen, in Galerien, ins Theater zu gehen, in Musicals, Konzerte. Mhm. Alles Dinge, die ich eben am besten in einer Großstadt tun kann. Und das ist das Angebot einfach größer. Wie ist das hier in Paris? Können Sie sich da... Jana Novotna, die Tschechin, geboren in Brünn, 27 Jahre alt. Und hier unterhält sich Steffi mit einer Physiotherapeutin. Ich weiß nicht, ob es da um dieses Handgelenk geht. Sie sehen es hier im Vordergrund am Schlagarm von Steffi, dieses Tape. Heinz Günther hat es ja gerade eben noch gesagt, es soll ja nichts Schlimmes sein. Um hoffen, dass sich da nicht irgendwie was verändert hat vom Einschlagen heute Vormittag beim Training bis hier zum Matchbeginn. So, Steffi, worauf wird es ankommen bei diesem Match? Heinz Günther hat es auch schon angedeutet in dieser Partie gegen Jana Novotna. Sie muss offensiver spielen als in ihren bisherigen Matches. Und vor allen Dingen mit der richtigen Einstellung, mit der hundertprozentigen Konzentration in dieses Match hineingehen, kann man ja nicht immer von allen deutschen Spielern behaupten. 15 Love. Erster Ball gespielt, 15-0 in diesem Viertelfinalmatch. Steffi Graf gegen Jana Novotna. So ungefähr könnte die Taktik aussehen. Genau das, was ihr Coach, was Heinz Günther hat angesprochen hat. Gerade noch gefangen. Da ist die Maschine, die normalerweise die Aufschlaglinie bewacht, einfach zu früh sozusagen unmotiviert losgegangen. Nächster Versuch. Wunderbar gespielt und Sie sehen auch dieses Tape unterhalb des linken Knies von Steffi Graf. Auch das hoffen wir mal, nur eine Vorsichtsmaßnahme. Sie hatte ja Probleme mit der Patellasehne, aber wie gesagt, auch das scheint im Lot zu sein. Ein Doppelfehler, ein Ass in diesem ersten Spiel. Zu 30 holt sich Steffi also dieses Spiel 1-0 für die Deutsche. So, Aufschlag Jana Novotna. Steffi Graf wartet natürlich wie immer schon ungeduldig auf ihre Gegnerin. Und man darf jetzt wirklich mal gespannt sein, wie offensiv Jana Novotna tatsächlich in dieses Spiel gehen wird. Eigentlich ein guter zweiter Aufschlag, weit auf die Vorhandseite von Steffi, aber der Return dann noch besser. Thank you.
30 all. Bislang auch bei jedem zweiten Aufschlag Jana Novotna ans Netz, sehr offensiv also. Ja, schwieriger Halbblutball für Jana Novotna. Gerade auf Rasen sind das ja die schwierigsten Bälle, die undankbarsten Bälle. Der Return von Steffi ja sehr flach abspringt und man muss den Schläger sehr weit öffnen. Dementsprechend hoch und weit geht dieser Halbflugball in das Feld der Gegnerin. Einstand also. Advantage, Ms. Novotna. Der landet im Aus, eins beide also. Und die beiden haben ja wirklich Wimbledon-Geschichte geschrieben. In diesem denkwürdigen Finale 93, als Jana Novotna im dritten und entscheidenden Satz ja schon 4-1 führte, Breakmöglichkeiten hatte zum 5-1 und dann doch noch verlor. Bittere Tränen weinte damals an der Schulter der Herzogin von Kent. Thirty love. Forty, fifty. Bislang nur 3 Punkte für die Gegnerin bei Aufschlag, Steffi Graf. 2-1, die Führung für die Nummer 1 beim Damen-Tennis. Vergangenen Jahr haben sich die beiden hier in Wimbledon gegenübergestanden. Nur eine Runde weiter. Da gewann Steffi im Halbfinale, musste allerdings über 3 Sätze gehen. Fifteen all.
Er zeigt tolle Returns jetzt, während der erste, der Rückhandreturn noch geblockt war. Dieser richtig schön durchgezogen, ohne Chance. Das heißt, erste Breakchance für Steffi Graf. Er segelt ins Aus, das erste Break ist da. Steffi Graf geht hier mit 3:1 in Führung. Graf leads 3-1, first set. In ihren bisherigen Matches hatte Steffi ja so gut wie keine Gegenwehr, weder von Richterova, noch von Nathalie Baudone, noch von Nicole Arendt, noch von Martina Hingis. Jetzt auf jeden Fall schon mal wieder ein Break vor. Zum ersten Mal über Einstand im dritten Aufschlagspiel von Steffi. Die Taktik von Heinz Günther hat im Moment nicht hundertprozentig verfolgt. Er hatte ja ihr geraten, öfter nach vorne zu gehen, 2-3 Mal über die Vorhand zu spielen und dann über die Rückhand anzugreifen, aber
Sie bleibt, zumindest in diesem Aufschlagspiel, konsequent an der Grundlinie. Sollte die Tschechin vielleicht das direkte Rebreak hier schaffen, ist immer so ein psychologisches Spiel, wenn man den eigenen Aufschlag abgegeben hat. Wie kommt es dann beim nächsten Spiel? Wer hat da die Oberhand? Gerade wenn man einen Break geschafft hat, lässt meistens die Konzentration etwas nach. Im richtigen Moment dann doch nach vorne gegangen. Ganz wichtiger Punkt. Break-Möglichkeit also abgewehrt. Ich denke, so hatte sich das Heinz Günthert gedacht. Der Vorhand über die Vorhandseite von Nowotna angreifen und dann mit einem Flugball abzuschließen. Dritte Break-Chance für Jana Novotná. Der ist noch auf der Linie.
Da hatte Steffi vorher wieder die Möglichkeit, nach vorne vorzurücken, nach ihrer unterschnittenen Rückhand, die weit ins Eck kam. Aber auch da zögerte sie wieder. Ja, das längste Aufschlagspiel bislang. 8 Minuten hat es gedauert. Steffi bleibt Break vor, 4-1. Die Graf, und das zeichnet die Weltranglisten-Erste ja aus, dass sie auch in kritischen Situationen immer noch in der Lage ist, etwas draufzulegen, immer noch in der Lage ist, einen Schlag besser zu spielen als die Gegnerin. Und im Übrigen, der letzte Aufschlag von Steffi wurde mit 170 Stundenkilometern gemessen. Thank you, players are ready. Jana Nowotna spielt in Wimbledon hier auch Doppel zusammen mit Arantxa Sánchez Vicario. Die beiden sind hier Titelverteidigerinnen und dementsprechend auch an Nummer 1 gesetzt. 30-0. Steffi sammelt ja ihrerseits Matchpraxis, indem sie mit ihrem Coach, mit Heinz Günthert, fürs Mixed gemeldet hat. Ganz tiefer Flugball von Jana Nowotna, der segelt prompt ins Aus und erneut Breakmöglichkeit also für Steffi. Jetzt vielleicht im Hintergrund 25 Minuten gespielt. Das haben Sie sicherlich gehört. Nicht nur, dass Steffi da die Faust geballt hat, sondern diesen Befreiungsruf. Zweites Break hier für die Weltranglisten. Erste 5-1. So deutlich hatte man dieses Match sicherlich nicht erwartet. Aber Jana Nowotna ist ja als Kämpferin bekannt. Sie wird sich nicht so ohne weiteres geschlagen geben. Hier haben wir Mutter Heidi Graf gesehen und im Vordergrund
Die Dame, das war Hanna Mandlikova, die Trainerin von Jana Novotna. Sehr gut vorgerückt und überlegt abgeschlossen. 30. Gute Spielübersicht hier bei Jana Novotna. Hier spielt sich erneut die Möglichkeit zum Break. Da hat Steffi nicht mit vollem Risiko gespielt. 30-40. Prompt erneut die Möglichkeit für Jana Novotna, dieses Spiel der Weltranglisten Ersten abzunehmen. Solange mit einem Doppelfehler gibt Steffi dieses Spiel ab. Jana Novotna kommt ran, verkürzt auf 2-5. So wird Salat zum Genuss. Second service. Quiet, please. Autsch! Bei schmerzempfindlichen Zähnen schützt Sensodyne vor Schmerzen und Zahnhalskaries. Sensodyne, fragen Sie Ihren Zahnarzt. 24 Stunden Power. Und sanft wie noch nie. Das neue Sensitiv-Deo von Rexona. Mit dem Softball. So sanft, dass es selbst auf rasierter Haut nicht brennt. Rexona 24 Stunden sensitiv. Das Deo von Steffi bislang musste es nur 30 Minuten halten. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es auch sicherlich mehrere Stunden vertragen würde. Tatsache ist, die Weltranglisten-Sechste aus Brünn in der Tschechei, sie hat ein Break gut gemacht, liegt nur noch in Anführungszeichen 1 hinten, 2-5 aus ihrer Sicht. Love 50. Tino.
30-50. Game Miss Novotna. Zu 15, dieses Aufschlagspiel von Jana Novotna. 5-3, nur noch die Führung für Steffi Graf, die im Übrigen ihren kaum aufzählbaren Titeln und Trophäen einen weiteren Rekord ja hinzugefügt hat. Im vergangenen Mai hat sie 332 Wochen insgesamt die Nummer 1 in der Welt war, damit Martina Navratilova überholte. Ich denke mal, das ein Rekord bis ins nächste Jahrtausend, auch wenn es ja gar nicht mehr so lange hin ist. Aber wer soll Steffi Graf eigentlich ablösen? Wer soll sie hier in Wimbledon auch gefährden? Steffi jetzt mit der optimalen Länge in ihren Schlägen und wenn man hier ins Gesicht schaut, 100% konzentriert. Zu null dieses Aufschlagspiel, damit 6-3 die Führung. Der erste Satz geht nach 35 Minuten an Steffi Graf. So, jetzt gilt es für Jana Novotna, hier ihre bisherigen Ergebnisse in diesem Turnier, auch sie bislang ohne Probleme, unter anderem auch in der ersten Runde gegen Veronika Martinik. Die Bilanz der beiden insgesamt 27 Matches zwischen Graf und Novotna, 24-3 für Steffi Graf. 15 love. Fortilla.
40-50. Hat ihre Taktik zwar ein wenig verändert, Jana Nowotna geht nicht mehr bei jedem Aufschlag nach vorne, aber dieses Spiel holt sie sich 1-0, die Führung für die Tschechin im zweiten. 1-0-1 aus der Sicht von Steffi und ihre Gegnerin Jana Nowotna wurde hier mit dem etwas größeren Applaus wieder auf dem Platz zurück begleitet. Die Zuschauer wollen mehr von diesem Spiel sehen, sie wollen vor allen Dingen, dass dieses Match ein wenig mehr ausgeglichen ist. Deshalb die Unterstützung für die Weltranglisten-Sechste. Volée liftée, ça n'était pas le bon choix parce que la volée liftée réclamait à Marie de s'arrêter pour pouvoir frapper et quitter le point, pour pouvoir prendre des appuis, alors qu'une véritable volée technique était jouée sur la course. 40-50. C'est un choix, on dirait, de nos jours, beaucoup de jeunes avaient fait la volée liftée, alors que bien souvent, Game, da ist der Ball versprungen. Hatte zwar auch sehr viel Spin, dieser Aufschlag von Steffi Graf, aber auch ein wenig versprungen. Nur mit dem Rahmen getroffen. 1-1 also in diesem zweiten Satz. Steffi hat ja in diesem Jahr überhaupt nur zwei Matches verloren. Einmal im Federation Cup gegen Kimiko Date und zum anderen gegen Martina Hingis in Rom im vergangenen Mai. Ja, perfekt gespielt. 1-1 also in diesem zweiten Satz. Steffi hat ja in diesem Jahr überhaupt nur zwei Matches verloren. Einmal im Federation Cup gegen Kimiko Date und zum anderen gegen Martina Hingis in Rom im vergangenen Mai. Ja, perfekt gespielt. Lange gewartet und dann muss sich Jana Nowotna für eine Seite entscheiden. Love 50. Oh.
Also vom viele gerühmten Surf-and-Volley-Spiel von Jana Novotna in dieser Phase des Matches herzlich wenig zu sehen. Dafür kommen aber auch ganz einfach zu wenig erste Aufschläge bei der Tschechin. Und mit der zweiten wäre es sicherlich sträflich leichtsinnig anzugreifen. Dann Doppelfehler mit ihrem zweiten in diesem Match gibt Jana Novotna dieses Aufschlagspiel ab. Break vor für Steffi. Platz vor, Break vor für Steffi. Die beiden spielen zum fünften Mal in einem Wimbledon-Turnier gegeneinander. Damit auch zum fünften Mal auf Rasen und jedes Mal hat Steffi gewonnen. 15 Love. Lange Ballwechsel in dieser Phase des Matches, aber jedes Mal gut vorbereitet, die Punkte von Steffi mit einem guten ersten Aufschlag, gerade von ihrer Vorhandseite aus, auf die Vorhand von Jana Novotna weit aus dem Feld heraus. Völlig misslungen, dieser Angriffsball. 3-1, die Führung für Steffi. Für meinen Geschmack macht es Jana Novotna zu wenig, spielt zu drucklos und mit viel zu wenig Risiko, wie ich denke. Denn nur so von der Grundlinie mitspielen, da dürfte sie gegen die Steffi Graf wenig Chancen haben. Müsste eigentlich mehr riskieren. Love 15. Absoluter Pluspunkt im Spiel der Steffi Graf. Ihre Returns, egal
hier mit der Vorhand oder mit der Rückhand. Wirklich beeindruckend. Und so macht sie tatsächlich auch dieses Spiel mit einem Return Winner. 4-1 die Führung für Steffi. Zwei Breaks vor. Set 6-3, 4-1 oben rechts, Sie sehen es eingeblendet. Zwei Breaks vor für Steffi Graf. Die aufmunternde Rufe für Jana Nowotna, die sich da beim Publikum bedankt. Wenn man sich die beiden Spielerinnen so anschaut, dann glaubt man eigentlich nicht, dass Steffi dieses Match noch aus den Händen geben kann. Love 50. Trop de cadeaux de la part de Marine dans ce jeu. Par à zéro. 15 ans. Bei dem Spielstand sollte Steffi ohne weiteres auch eine umstrittene Linienrichterentscheidung anerkennen. Spielt nicht das, was sie kann, Jana Nowotna. Erneut sicherlich nicht das von vielen erwartet und erhoffte hochklassige Match von Steffi Graf. Zu klar die Überlegenheit, zu viele Fehler auf der Seite der Gegnerin. 6-3, 5-1, gerade mal 50 Minuten gespielt. Thirty love.
Ja, noch einmal die Aufforderung an Jana Nowotna, nicht aufzugeben, wird mit dem nötigen Applaus bedacht. Die Tschechin gewinnt tatsächlich ihr Auftaktspiel noch einmal zu Null, aber gleich nach dem nächsten Seitenwechsel schlägt Steffi zum Matchgewinn auf. War das also dann doch der letzte Seitenwechsel? Steffi Graf schlägt auf bei 6-3, 5-2 zum Matchgewinn. Ganz interessante Statistik vielleicht noch. 9-mal war Steffi bislang vorne am Netz und 9-mal hat sie den Punkt gemacht. Sollte sie vielleicht öfter machen. 40-50. Zwei Matchbälle. Eine Stunde gespielt. Und Sie hören es am Applaus der Zuschauer. Den 13.000 hier auf dem Center Court geht es einfach ein wenig zu schnell. Nach wie vor Matchball Steffi Graf. Mit Surf und Volley beendet Steffi Graf dieses Match nach einer Stunde und einer Minute. 6-3, 6-2 für die Weltranglisten Erste. Und Jana Nowotna war leider, muss man sagen, erneut nicht der Prüfstein, den man sich hier vielleicht erhofft und erwartet hat. Aber Steffi hat, man muss es so deutlich sagen, erneut perfekt gespielt, hatte die richtige Einstellung, war 100% konzentriert. Das kann man ja nicht immer von allen deutschen Spielern sagen. Und die große Frage ist, wer soll Steffi Graf in diesem Jahr überhaupt gefährden? Wer soll sie abhalten von ihrem 7. Wimbledon-Sieg? Das wäre ja dann ihr 20. Grand-Slam-Erfolg insgesamt. Mit der Einstellung und auch mit der Lockerheit, wie sie sich hier und heute präsentiert hat, sehr zur Freude von ihrer Mutter Heidi, wird es für jede Gegnerin schwer werden. Steffi Graf auf dem Weg zu ihrem 100. Turniersieg abzuhalten. Die Gegnerin im Halbfinale steht im Übrigen noch nicht fest. Es ist entweder Kimiko Date oder Mary Pierce. Die beiden
sind im Moment noch im dritten Satz. Das soll es hier vom Center Court gewesen sein. Nach einer kurzen Unterbrechung sagt Ihnen dann Uli Potowski, wie es weitergeht. Gegen Jana Nowotna. Eigentlich eine, sah relativ leicht aus für sie. Wo lag denn der Schlüssel zum Erfolg heute, zu einem so deutlichen Erfolg? Ja, ich glaube, es war erstmal so, dass ich unheimlich gut angefangen habe. Wenig Fehler schon bei meinem Aufschlag eigentlich. Und dann kam hinzu, dass ich sehr, sehr gut retourniert habe. Das habe ich eigentlich auch nicht ganz so erwartet heute, aber ich glaube, sie hatte wirklich das Gefühl gehabt, auch besonders im zweiten Satz, dass sie mehr und mehr versuchen musste, immer näher an die Linie versucht hat zu spielen. Es war einfach so, dass ich wirklich, wenn es nötig war, die richtig guten Punkte gespielt habe. Und bei Ihnen in der Statistik stehen sage und schreibe 100% bei einem Punkt, und zwar bei den Netzangriffen. Sie waren neunmal am Netz und neun das Punkte muss man dazu, gemacht. Das muss man natürlich dazu bemerken, dass es eben nur neunmal war, aber es waren meistens zu Punkten, wo ich eben wusste, dass ich den Punkt machen werde. Insofern, ich versuche natürlich nicht zu oft ans Netz zu gehen. Ich nehme nur das Risiko, wenn ich das Gefühl habe, jetzt kann ich es nehmen. Mhm. Vor anderthalb Wochen, als Sie hierher kamen, da stand noch ein großes Fragezeichen, ob denn das alles so gut gehen würde. Jetzt sieht die Welt ganz anders aus, oder? Ja, das kann man sagen. Also ich hätte auch wirklich vor 10 Tagen nicht damit gerechnet. Der Start war sicherlich mehr als fraglich, aber ich habe das Glück gehabt, dass die ersten paar Runden nicht ganz so schwer waren, dass ich Zeit genug hatte, mich auf Rasen wieder reinzuspielen, und das Resultat sieht man jetzt. Also ich habe sicherlich nicht damit gerechnet. Würden Sie dem denn zustimmen, dass Jana Nowotna die doch vermeintlich stärkste Spielerin, die jetzt noch drin war, überhaupt ist? Das kann man auch nicht ganz so sagen. Das hatte ich eigentlich jedenfalls gestern so das Gefühl, aber sicherlich, sie hat heute auch nicht ganz so überragend gespielt, wie sie es tun kann. Und jedes Spiel, das jetzt noch vor mir liegt, wird sicherlich nicht einfach werden. Ich denke mal, gegen Mary Pierce als nächstes